It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute weiter mit der nächsten Episode von mein Team der BMW Karriere. Und dieses Mal sind wir in Saudi-Arabien. Ihr seht wieder, Trainings sind gemacht. Wir haben oben rechts die Ressourcenpunkte, die wir einlösen werden, wenn wir mal gucken, wenn wir auf jeden Fall die Aerodynamik verbessern, weil die ist echt schlecht im Moment und wir müssen uns da auf jeden Fall ein besseres Upgrade holen. Darum werden wir uns da die dritte Flügelklappe holen. Haben dann nicht mehr so viel übrig, aber dann haben wir auf jeden Fall was fertig wird. Ich glaube drei so, oder ich glaube vier von den Sachen werden sogar noch vor Australien fertig, hoffentlich. Und wenn dann vor Italien das letzte noch fertig wird, wäre super. Dann kommen wir wieder ein bisschen Anschluss. Ihr seht es ja rechts, dass wir ja schon hinter AlphaTauri und McLaren zurückgefallen sind. Und auch hinter Alfa Romeo insgesamt. Also das ist schon, ja, wir sind schon ein bisschen eingebrochen, kann man sagen. Wir sind ja besser gestartet als Alfa Romeo. McLaren sieht man ja hier. Ja, wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Ich habe gesehen in den Trainings, also erster Sektor ist eigentlich relativ gut, aber wo die langen Geraden sind, da haben wir echte Probleme. Aber wir werden es gleich sehen und dann geht es jetzt ab ins Qualifying. So, dann sehen wir hier die Strecke von Saudi-Arabien. Ist nicht wirklich meine Lieblingsstrecke. Prinzipiell mag ich die Strecke eigentlich gar nicht, auch wenn sie ja relativ schnell ist und viele Kurven hat, aber trotz alledem ist es nicht so meine Lieblingsstrecke. Starten wieder nur eine Runde. Und die müssen wir gut nutzen. Ein bisschen neben der Strecke gewesen. Aber haben wir trotzdem gemacht. Jetzt kommt halt der Sektor, wo der Mercedes, Ferrari und auch der Red Bull viel schneller sind. Können aber überraschenderweise gut mithalten. Sind Vierter im Moment. Sainz führt. Oder man merkt, wie schnell er ist. Also hat schon was gebracht, also es wird ein vierter Platz, mit dem ich sehr, sehr gut leben kann. Auch wenn wir da den einen oder anderen, wir hatten da schon die eine Berührung drinne. Ja, und wir haben uns auf jeden Fall viel verbessert, also Sainz holt Pole vor Leclerc und Verstappen wird nur 2 Zehntel dahinter und wir springen ein bisschen in die Red Bulls, was nicht schlecht ist, tickt dann ja nur 19. Nicht so gut, aber vielleicht kann er da vielleicht ein bisschen was gut machen im Rennen. Ja, und vielleicht haben wir dann doch auch noch mal eine Chance auf die nächste Überraschung nach Bahrain. Willkommen in einem der Juwelen unter den arabischen Städten, Jeddah. Das ist nach Riad die zweitgrößte Stadt in Saudi-Arabien und außerdem das Tor zu Mekka. Einer der größten Häfen der Region und jetzt Austragungsort des Grand Prix von Saudi-Arabien. Werfen wir einen Blick auf die topografische Karte des Jeddah Street Circuit. Wie Sie sehen können, müssen die Fahrer hier ein paar anspruchsvolle Kurven meistern. Es wird sich also zeigen, wer aus dem Training dieses Wochenende das meiste machen konnte. Und wie viele Straßenkurse ist es eine Strecke, bei der Fahrfehler meist nicht ungestraft bleiben. Also hoffen wir mal, dass das Safety Car heute nicht raus muss. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, die schwarze Mamba, Sergio Perez und Hamilton, Russell, Norris.
Fernando Alonso und Daniel Ricciardo. Bottas, Ocon, Kevin Magnussen und Tsunoda, Mick Schumacher, Vettel, Pierre Gasly und Daniel Ticktum. Albon, Stroll, Joe, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Alter, wir haben das letzte Wochenende einfach... Egal, ich sag dazu irgendwie nix. Wir sind einfach Podium geworden, da kommt irgendwas mit Punkten an. Also ich meine, ja, es sind auch Punkte, aber trotz alledem haben wir einen Podiumsplatz geholt. So, die dauert etwas länger. Ich probiere mal da, weil Safety Car könnte halt rauskommen. Das könnte uns halt schön in die Karten spielen. 14,5 sollte normalerweise reichen. Ja, dann können wir loslegen. Mit der Einführungsrunde. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen auf Temperatur zu bringen. Ja, wird sehr interessant werden jetzt hier. Also vor allem der Start relativ eng, gleich eine Doppelkurve. Darum wird das sehr eng werden. Wir starten auch auf der schmutzigen Seite. Darum wird das auch nicht einfach so leicht werden wie jetzt, wenn vor Verstappen startet. Aber mal gucken. Jetzt geht's langsam an die Startposition. Sainz versucht jetzt noch ein bisschen das Feld zusammenzuschieben. Boah, Verstappen hat da übelst reingebremst. Und wir starten perfekt. Versuche einen besseren Start hinzulegen als die Fahrer um dich herum. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ja, wie gesagt, wird halt von links ein bisschen schwierig werden, vor allem wenn Leclerc nicht wirklich gut wegkommt. Ja, Start sah ganz okay aus, sagen wir mal beim ersten Moment, aber kommen da jetzt erstmal wie ein Sandwich. Was sagt man, Leclerc kommt nicht wirklich weg. Leclerc verliert den Platz da an den Niederländer. Boah, wir müssen den Ausweg nehmen. Und kommt da weit ab, jetzt ist der Kemet doch vorbei und auch Perez. Konnten da jetzt nicht wirklich was machen, weil beide ja komplett auf die Eisen gegangen sind. Aber bleiben wir jetzt mal dran am Perez. Ich weiß nicht, ob es hier innen geht. Ein bisschen früher. Was ist noch mit dem ERS? Ah, lief nicht so gut die erste Runde. Kommt doch nicht mehr richtig hinterher. Hamilton und Perez da jetzt vor uns. Jetzt probieren wir es jetzt mal. Können wir es dann kriegen? Hamilton jetzt da. Jetzt ist mein Flügel hin. Und wie schlimm es ist. Ja, kriegt die Kurve überhaupt nicht mehr. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Gleich kaputt. Leclerc muss aber auch mega abreißen. Und wir sind leider gleich leichte Beute für die Hinter uns. Ja, ich muss den Platz lassen. Das hat mit der schnellsten Runde jetzt. Im Hintergrund Perez wieder gegen Hamilton. Ja, ihr seht es rechts, unsere Nase ist komplett gleich weg. Perez kommt. Macht da zu. Einmal darf ich wechseln. Habe ich gemacht. Jetzt gehen wir nämlich jetzt in die Box auf rein. Müssen jetzt aber auch, weil wie gesagt die Nase ist halt komplett hin. Dadurch, dass wir wird halt leider nichts mit Punkten. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser als wir dachten. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, jetzt werden wir jetzt relativ einfaches und wenig Highlight-mäßiges Rennen haben. Hier hinten. Hoffen jetzt, wir müssen natürlich auch vielleicht auch hoffen auf den Safety Car. Das war eigentlich sowieso meine Art, das wird Safety Car, aber leider gab es das bisher noch nicht. Mal gucken, ob wir mit der gelben Mischung auch durchfahren können. Das wird auch ein Thema werden jetzt dann demnächst, ob das überhaupt dann funktioniert. So, die ersten gehen jetzt an die Box. Also vor uns jetzt ein bisschen vielleicht den einen oder anderen Platz jetzt zu gewinnen. Aber eine relativ gute Zeit da jetzt gefahren. Alonso kommt da jetzt direkt vor uns raus. So, Alonso hätten wir dann schon überholt. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Ohne viel reden jetzt einfach, weil der ging mir ja komplett auf den Sack, der ist ja gar nicht gefahren. Alonso kommt da jetzt mit Übergeschwindigkeit an, da kann man jetzt nicht viel machen, wenn keine Ahnung, was er vorhat, zu dritt in die Kurve jetzt nicht. So, und was North Russell da macht, keine Ahnung. Und so weit an zwei weiteren Autos einfach vorbei. Ich habe auch keine Ahnung, was er da vorhatte. Also bleibt da komplett in der Kurve einfach stehen. So eine Siebter. Ja, jetzt wird Russell kommen. Auch gut, aber findet kein Weg vorbei. Ich mache mich breit. Der innen einen sicheren Hafen gefunden. Jetzt muss er natürlich auch noch aufpassen, dass er nicht von hinten aufgeschnappt wird. Ja, die nächste Kurve geht aber außen. Er kommt da nicht durch. Ja, Leclerc wird da jetzt auch aufgegabelt von Perez. Die könnte sich gerne unserer Gruppe anschließen, also. Ich hätte nichts gegen. Leclerc wirkt mega langsam. Ist überhaupt nicht so schnell wie in Bahrain. Und sogar schon der Eisfenster bei ihm. Und der letzte zu Loda, der jetzt
Sekunden. Nur noch ein Stückchen vor. Sind jetzt sogar Sechster. Da klatschen sich. Also wie gesagt, der erste Sektor, da gehe ich so gut mit. Oh, konnte ich früh aufs Gas gehen. Von Leclerc ist zugekommen, da war jetzt nicht wirklich an, es bleibt da wirklich. Aber jetzt kann er Flügel flach stellen, da können wir nicht mithalten. Wenn er den flach stellen kann. Im ersten Sektor sind wir halt prinzipiell immer schneller gewesen. Außenrum gegen Leclerc, gutes Überholmanöver. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen verbremst. Aber irgendwie Leclerc nicht die Power, die er in letzten Bahrain hatte. Bis hierhin, aber da kommt er schon, wenn ich es gerade sage. Da. Kann ich nur. Oh, tschüss, wo will er denn da hin? Er sieht doch, dass ich neben ihm bin. Muss er in die Box? Ich weiß es nicht. Nein, er geht nicht in die Box und ich bin hier ein sehr leichtes Opfer auf der Gerade. Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Na, er sich wieder den fünften geangelt. Diesmal geht's innen. Es war eine leichte Berührung, aber nichts Wildes. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Perez ist jetzt dran an Hamilton. Der ist auf Hard gegangen und Leclerc geht jetzt an uns vorbei. Sehr, sehr deutlich. Chill. Komplett. Ich hatte es komplett rausgetragen. Und der ist es ja bei mir total nutzlos, ne, gegen den Ferrari. Als ob ich in irgendeiner Seite. Oh mein Gott. Die Kurve habe ich. Wo kommt der Russell auf einmal her? Habt ihr gesehen, wo der herkam? Der war ja auf einmal plötzlich da. Russell einfach aus dem Nix schießt er da an. Plötzlich an mir. Oh, tschüss. Der Moment der schnellste im Feld. Gerade hat er die schnellste Rennrunde abgeliefert. Er gibt mir voll eins mit dem. Also mein Frontflügel ist halt hin, aber wegen dem gehe ich jetzt nicht nur raus und Russells ist jetzt auch hin. Hoffe ich doch mal. Komplett unnötig, dass er da nicht reingefahren ist. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
Leclerc ist weg, das hat mir Russell versaut. Aber wo der herkam, weiß er selber nicht. Ja, mit kaputt vom Flügel kannst du die ersten Sektor halt nicht so gut fahren. Ich krieg's halt nicht ohne Abkürzen hin. Wir glauben, der Unterboden wurde leicht beschädigt. Ehrlich. Ihr seht, der Unterboden ist auch kaputt, aber wie gesagt, ich habe auch den Schlag von Russell bekommen. Das Anbremsen ist mega schwierig gerade. Ist da, den werden wir wahrscheinlich nicht aufhalten können. Boah! Und Russell dreht mich komplett. Ja, und ich hab nichts mehr. Ich will mir einfach nur noch verteidigen. Siebter Platz, den bringe ich jetzt nach Hause. Das war brutal, was Russell gemacht hat. Absolut. Zum Fahrer des Tages geworden. Und wenn ich Position verloren habe. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. So, und dann seht ihr mal das Rennergebnis. Also wir werden am Ende siebter Platz, zwar Fahrer des Tages, dafür können wir uns auch nichts kaufen. 6 Punkte, kann man mit leben, sage ich so wie es ist, auch wenn man vom 4. losgefahren ist. Ja, sag mal so, Leclerc hätten wir wahrscheinlich safe bekommen, aber ja, der Russell hat uns das ein bisschen vermiest. Ich guck mal gerade, wo Ticktum ist, 15. Platz, ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dass es jetzt nicht so geworden ist, also Sainz gewinnt das Ganze. Wir gucken uns jetzt nochmal die Rangliste an, da sind wir 5., 24 Punkte, Leclerc weiterhin vorne, vor Verstappen, Hamilton und Sainz. Und BMW rutscht natürlich in der Konstrukteurswertung ein bisschen ab auf Platz 4, aber ich sag mal so, 4. ist so schon das Ziel, was wir haben, so 4., 5. wäre auf jeden Fall sehr gut. 24 Punkte sehen da auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Gut, dann war's das mit dem Video. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann und tschüss.